So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Ich grüße euch recht herzlich auf dem Kanal und unverhofft kommt oft, ein neues Tennisspiel ist angekündigt worden. Und zwar vor 2, 3 Tagen, also ein sehr aktuelles Video von mir. Und dieses neue Tennisspiel heißt Matchpoint Tennis Championships. Und ich möchte euch jetzt mal in meiner eigenen Recherche in dem Video vorstellen, was überhaupt über das Spiel alles bekannt ist. Wir werden über Release, Inhalte reden. Ich werde euch auch sagen, welche Plattformen bedient werden. Und natürlich auch am Ende des Videos gibt es den entsprechenden offiziellen Ankündigungstrailer, der ist ebenfalls in dieses Video von mir reingeschnitten. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Kurzer Ausflug, was gibt es aktuell für Konsolen groß? Für die PlayStation 4 und 5 gibt es eigentlich nur 3 nennenswerte Spiele. Das ist die Tennis-Spielserie AO Tennis mit Teil 1 und 2 und auch Tennis World Tour mit Teil 1 und 2. Es sind alles relativ solide Tennisspiele, aber keine überragenden oder wirklich sehr guten. Muss man an der Stelle wirklich sagen. Kommen wir jetzt mal zu dem Titel zurück. Ich habe euch das jetzt mal hier in der Grafik ein bisschen aufbereitet und zwar der Publisher ist Calypso Media. Könnt ihr gerne mal googeln. Die sitzen tatsächlich sogar in München, sagen mir auch was und sind bekannt für kleinere Indie-Spiele, möchte ich jetzt mal so sagen. Könnt ihr mal schauen, was für Spiele die im Vertrieb aktuell haben. In erster Linie sind es PC-Spiele und auch ein paar für Konsolen. Dieses Tennisspiel wird rauskommen für PC, Xbox, die PlayStation-Konsolen, Nintendo Switch und bei Xbox und PlayStation-Konsolen meine ich natürlich dementsprechend Current und Next Gen. Schon mal eine schöne Sache, wird also in der Breite auch angeboten. Finde ich gut. Der Release, das ist sehr überraschend, ist im Frühjahr 2022. Das heißt, ich bin mir relativ sicher, dieses Spiel wird gar nicht mehr so lange auf sich warten lassen, denn es ist im PSN Store seit der Ankündigung schon verfügbar. Zumindest mal könnt ihr es auch auf die Wunschliste setzen. Ein Preis gibt es nicht, Release-Datum auch nicht. Aber wenn Spiele im PSN Store auf diese Art eigentlich eingepflegt werden, ist der Release eigentlich meistens relativ zeitnah. Deswegen bin ich doch überrascht. Schauen wir mal. Die Inhalte. Ich habe mir das Wichtigste mal so ein bisschen rausgeschrieben, beziehungsweise für euch hier auch mal mit ein paar Stichpunkten hier niedergeschrieben. Und zwar wird es einen realitätsnahen Karrieremodus geben. Klingt schon mal ziemlich geil, muss ich sagen. Mit Taktik, Positionierung und Ballplatzierung soll bedeuten, dass ihr für Gegner unterschiedliche Taktiken anwenden könnt und vielleicht auch ausklügeln müsst. Natürlich eure eigene Positionierung im Feld zum Ball und natürlich auch Ballplatzierung, logisch, weil ohne platzierte Bälle werde ich keine Punkte machen. Klingt erstmal ziemlich ambitioniert, muss ich sagen. Klingt aber schon mal ganz gut. Mir gefällt's. Rein natürlich erstmal von den Fakten, die bekannt sind. Wie das dann umgesetzt wird, ist natürlich immer noch ein zweites Paar Schuhe. Das müssen wir dann einfach mal sehen. Da schließt sich auch an, authentische Charakteranimationen werden im Spiel sein und die Ballphysik wird hier eine tragende Rolle spielen. Soll also ein sehr realitätsnahes Tennisspiel werden. Ich bin gespannt, denn das ist ja genau das, was uns eigentlich aktuell wirklich abgeht. Ein wirklich richtig gutes, ja, realistisches Tennisspiel. Vielleicht können Sie die Lücke besetzen, die es da aktuell gibt. Mich würde es freuen. Also Karrieremodus steht im Fokus. Exhibition Games, gehe ich mal von aus, kann man sicherlich auch machen. Online-Spiel wird optional möglich sein. Im PSN Store sieht man Netzwerkspieler 2 maximal. Heißt, man wird wohl online höchstens 1 gegen 1 spielen können. Doppel offenbar nicht. Vielleicht wird das später nochmal implementiert. Weiß ich nicht. Ich denke, da kann man vielleicht so eine Art Rangliste spielen oder auch Exhibition mit Freunden. Ich denke mal, in die Richtung wird das online gehen. Aber wie gesagt, Herzstück wird hier sicherlich der Karrieremodus sein und auf den freue ich mich schon, könnt auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Ich werde da auf jeden Fall was von zeigen. Standardmäßig eigentlich bei den Sportspielen immer ein angespielt Video. Ich werde auch einen Test veröffentlichen, werde mir den Karrieremodus anschauen und wenn das qualitativ so gestrickt ist, dass man das zeigen kann, dann wird es zum Karrieremodus ganz sicher auch ein Let's Play geben. Könnte von ausgehen. So, gehen wir mal weiter und schauen uns jetzt hier mal die nächste Folie an. Hier seht ihr, es sind auch Original-Screenshots auf dem Spiel übrigens. Und zwar Spiele erstellen ist möglich. Das finde ich schon mal sehr gut. Natürlich können wir anhand von dem Screenshot jetzt nicht sehen, ob das jetzt nur in Gänsefüßchen einen Charakter erstellen heißt für den Karrieremodus und sonst nichts. Ich bin natürlich guter Hoffnung, dass es dieser Tennistitel genauso halten wird wie AO Tennis und AO Tennis 2. Dort konnte die Community nämlich im Prinzip
echte Tennisspiele, die nicht lizenziert waren, nachbauen und die Community kann das Ganze runterladen und nutzen. Das wäre mein Zielbild hier, muss ich ganz ehrlich sagen. Würde mich freuen, wenn die Publisher das hier so auch umsetzen. Ich muss sogar sagen, hier, wenn ihr euch den erstellten Charakter anschaut, das sieht grafisch schon gar nicht schlecht aus. Muss man jetzt an der Stelle auch mal dazu sagen. So, mögliche Lizenzen zu Spielen oder Turnieren sind aktuell nicht bekannt. Ich denke mal, da sind wir alle keine Propheten. Ich glaube, so ein riesen Lizenzpaket mit Originallizenzen wird das Spiel tendenziell wohl eher nicht haben. Ich denke, man wird vielleicht sogar hier komplett ohne Originalnamen auskommen müssen. Wie gesagt, das ist ein kleiner Publisher, das dürft ihr auch nicht vergessen. Aber wenn man sich irgendwas editieren kann, wenn man sich, ich sag jetzt mal, im Karrieremodus eigene Spieler oder von der Community runtergeladene Spieler implementieren kann, die dann wieder den Originalen nachempfunden sind, dann wäre das für mich total okay. Lassen wir uns da mal überraschen, da gibt es jetzt noch nichts weiter zu sagen. Sobald es da weitere News gibt, werdet ihr das auf meinem Kanal natürlich dann entsprechend auch von mir in Form von Videos aufgearbeitet bekommen, wie gewohnt. So, hier haben wir noch einen letzten Screenshot. Auch der ist eigentlich wirklich gelungen. Und wie gesagt, abonniert den Kanal für mehr Content rund um Sportspiele, für mehr Content rund um dieses Tennisspiel. Sobald es da weitere News gibt, werde ich es euch wissen lassen. Ansonsten habt jetzt viel Spaß mit dem Trailer im Anschluss und ansonsten euch noch eine gute Zeit. Lasst einen Daumen da. Lasst nette Kommentare da und natürlich ein Abo. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao und Servus. Euer Jens von Minga Gaming. Viel Spaß mit dem Trailer. Ciao, ciao. Quiet.